Vielleicht bin ich ein ganz miserabler Dirigent, weil ich kann keine Musik dirigieren, die mich nicht bewegt. Ich kann Musik nur machen, wenn ich sie begreife, wenn ich mich mit einem Werk auseinandersetze, das mir nahe ist. Da versuche ich immer so viel wie möglich auch drumherum zu lesen, über die Entstehung vom Werk und dann doch nochmal wieder über den Komponisten, das Umfeld, das politische Umfeld, alles und so. Und wenn ich jetzt bei einem Komponisten spüre, dass das ein Bekennender ist, was auch immer er bekennt, dann möchte ich dieses Bekenntnis weitergeben. Noch leichter, wenn ich Bilder sehen kann. Und ich sehe eigentlich bei jeder Musik, die mir nahe geht, sehe ich Bilder. Versuche halt bei Bruckner etwas zu machen, was viele Interpreten anders sehen. Man spricht bei Bruckner immer zum Beispiel von den großen Klanggebäuden, vom Klangdom zum Beispiel bei Bruckner, der Dom der Symphonie XY. Ist richtig, aber ich behaupte eben, dass ein Dom auch viele Seitenaltäre hat und der Mensch, der einen Dom betritt, sollte nicht nur vom Dom erschlagen sein, sondern auch die Details, die Seitenaltäre sehen können. Und die zeigen wir. Thank you.
beginne ganz langsam mit mir geduldig zu werden und die eigene Zerrissenheit da und dort zu kitten. Also zum Beispiel die Diskrepanz zwischen meinem Musikerberuf und meiner Herkunft, mit der konnte ich lange Zeit nicht richtig leben. Also ich habe sehr schwierig unter einen Hut gebracht, den Menschen, den man noch zu Hause den Baron Guttenberg nennt, mit dem Guttei von Neubauern und dem Orchesterdirigenten Enoch zu Guttenberg, diese drei verschiedenen Figuren unter einen Hut zu kriegen, das hat lang gedauert. Ja. Eigentlich rührt, was ihr alles so über mir gehen lasst. Manchmal denke ich mir, dass meine Arbeit auch eine Flucht ist, weil das ist, wie wenn Sie eine Zeitmaschine anmachen. Jede Probe, da sind Sie in einer anderen Welt, wirklich in einer anderen Zeit. Und noch dazu dürfen Sie ein lebendiges Stück dieses Kunstwerks sein. Jeder, der da spielt, singt, irgendwas macht, der Dirigent vielleicht noch am wenigsten, ist ein Teil des Kunstwerks. Also das kriegt er Fleisch und Blut. Und das ist dann für mich wie mein Hobby, das Kutschefahren. Da bin ich dann einfach in einer anderen Welt. All meinem Pessimismus stelle ich dann doch noch fest, wie viele Wiesenwege und Waldwege es im Frankenwald eben doch noch gibt. Und da gibt es halt Sachen, die wir weitgehend vergessen haben. Zum Beispiel bekommt Entfernung wieder eine Dimension. Schauen Sie mal, Entfernung hat überhaupt keine Dimension mehr. Man sagt nur noch, wie viele Stunden fliege ich dahin. Und wenn Sie mit der Kutsche fahren, da wissen Sie einfach, wie lange sie für 15 Kilometer brauchen. Und wenn dann noch Berge dazwischen sind, dann müssen sie da wieder Abstriche machen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass dadurch, dass die Entfernung eine Dimension bekommt, bekommt die Landschaft wieder eine Dimension. Sie fahren nicht durch die Landschaft, sondern sie fahren in der Landschaft. Sie sind ein Teil. Sie können sogar so weit gehen, und so, das mache ich manchmal, dass ich mir vorstelle, das sei jetzt ein gemaltes Bild, in dem ich jetzt da durchfahre. Aufgewachsen unter bekennenden Christen, die für dieses Bekenntnis im Dritten Reich ihr Leben riskiert haben, teilweise es meine nächste Verwandtschaft auch verloren hat. In unsere Kinderzeit ragte noch der 20. Juli rein. Die Familie war im Hitlerwiderstand und im 20. Juli beidseitig sowohl die Familie meiner Mutter wie unsere Familie verwickelt. Und das ist eine Last, wenn Sie von klein auf erzogen werden für das, was man glaubt, für das, was man für richtig hält, muss man notfalls auch sterben können. Das war die Maxime beim Frühstück sozusagen. Und das hat uns auch unglaublich geprägt. Ich sollte natürlich Betriebswirt und Jurist werden und eigentlich eben nicht Komposition studieren. Und schwierig war es deswegen, weil mein Vater hat schon gemerkt, dass ich als Kind Musik machen wollte, Musik gemacht habe. Und mein Vater hat das eigentlich nicht ernst genommen. Und war natürlich auch viel nicht zu Hause durch die Politik. Und er hat wohl nicht gemerkt, dass auch über die Pubertät ich wollte das. Ich wollte nichts anderes. Und dann wurde es schon schwierig. Also, aber nicht schwierig, weil mein Vater
jetzt nicht gesagt hat, du darfst nicht Musik machen, sondern das war einfach in seinem Lebensplan für mich nicht vorgesehen. Und er hat gesagt, ja, wenn du nebenbei ein bisschen Musik studieren willst, bitte mach das, aber auf keinen Fall hauptberuflich. Und da war es dann schon mal sehr eng. Wobei ich heute sogar retrospektiv dankbar bin für den großen Kampf mit meinem Vater. Es war schon ein großer Kampf, weil ich habe es ihm einfach beweisen wollen. Und heute noch, ich muss wirklich sagen, heute noch, wir waren jetzt allein mit Neubauern schon 3 oder 4 Mal im Musikverein. Nächstes Jahr bin ich mit dem Symphonie, mit der Klangverwaltung, mit der 4. Bruckner gleich im großen Symphonieabonnement 2-mal hintereinander. Gerade an so einem Ort denke ich dann schon immer, kannst du es eigentlich sehen, kannst du es eigentlich hören? Mein Problem, ganz offen war, mein Vater war in Deutschland ein berühmter und vor allem von beiden Parteien, weil er so unabhängig war, geistig, ein unglaublich angesehener Mann. Und ich habe ihm ja erzählt, dass im Umkreis meiner Familie und in der Verwandtschaft, der Bekanntschaft, gesagt, mein Gott, der Jürgen Gutenberg wird Musiker, der arme Karl Theodor, also mein Vater. Und da war, wie dann mein Vater starb und rauskam, dass der ganze Betrieb pleite war, war meine ganze Angst, dass es irgendwann mal heißt, das ist unter dem Musiker schiefgegangen. Und das war für mich ein solcher Druck, auch durch die Erziehung wieder, weil wir sind so erzogen worden, alle, mein Vater, mein Großvater, alle und meine Kinder wieder, wir sind nie Besitzer, wir sind Weitergeber. Weitergeber von kulturellem Gut, so ein Haus, so eine Geschichte, aber auch Weitergeber von Inhalten. Aber das geht eben auch nur wieder, wenn man finanziell unabhängig ist, so ist es halt. Und wir sind erzogen worden, weiterzugeben. Und für mich war das größte denkbare Trauma, der zu sein, wo das nicht mehr funktioniert. Und ich stand mit dem Rücken an der Wand, mehr konnte man nicht an der Wand stehen. Und dieser Druck hat eine solche Kraft gehabt, auch die Kraft, die richtigen Menschen zu suchen, und bis zum Umfallen zu arbeiten, wirklich bis zum Umfallen, weil ich ja gleichzeitig auch bis zum Umfallen Musik gemacht habe. Ich habe ja nicht das eine halb und das andere halb, sondern beides ganz versucht zu tun. Ich muss immer wieder sagen, mit diesen beiden Menschen, diesem fabelhaften Anwalt und dem Generalmanager, und wir haben das wirklich, kann man sagen, nicht nur aus dem Nichts, sondern aus dem Minus-Nichts geschafft, dass das funktioniert hat. Aber der seelische Druck, es richtig zu tun, der ist geblieben. Der reine Druck des Arbeitsaufwandes dafür, der ist weg. Weil eben im Moment alles sozusagen in trockenen Tüchern ist. Ich kann jetzt beruhigt nur Musik machen. Bitte, ich weiß, morgen ist es möglicherweise viel besser. Ihr hört zu viel zu, ihr seid im Ganzen, Entschuldigung, zu spät. Es geht nicht. Ram, dam, dam, kre. Ihr hört zu, man merkt es richtig. Die Zuschauer sollen zuhören. Ihr sollt rhythmisch sein. Es hat nicht den Drive. Und das gleiche Problem war vorhin beim Quitolis. Ich weiß, es ist der Raum, ich weiß, und ich bin auch ganz furchtbar. Jetzt machen wir es bitte pünktlich, okay? Und dann Credo, nicht Credo, pam, pam, freudig glauben.
Trotzdem, und dann das letzte Mal, es war jetzt super pünktlich, es war alles rhythmisch in Ordnung, es hat auch einigermaßen schön geklungen, aber Factorem Coeli, das heißt Factorem Coeli et Terrae, ja? Factorem Coeli, sprachlich phrasieren, dann stimmt's. Es war jetzt vor lauter pünktlich vergessen. Noch einmal und dann werde ich sicher nicht mehr... Jeder berühmte oder große Chor hat eine große Fluktuation. Meistens sind es junge Leute, Studenten, die halt kommen und gehen. Das ist in Neubauern nicht. Wir haben deswegen ein riesen Repertoire, das sozusagen mit einer bis zwei Proben abrufbar ist. Was auch eigentlich ein Phänomen ist, was Sie mit dem Berufschor können, aber eigentlich nicht mit dem Laienchor. Aber da geht es. Wichtig war auch, dass die Neubäuerer ihre Wurzeln mit einem großen Selbstverständnis eben noch in ihrer Kirche hatten oder auch noch haben. Und dadurch einen direkten Zugang zu einem Kyrie, einem Gloria, einem Credo haben, was, wenn sie einen professionellen Chor haben, gar nicht gegeben ist. Die können wunderbar singen, aber dieses ganz natürliche Zuhause-Sein, wissen, was man da tut, das hat schon nochmal ein Profil und eine Kraft für sich. Die Emotionalität hängt, wie soll ich sagen, das hängt schon auch mit meiner Emotionalität zusammen, dass ich die vermitteln kann. Und gerade in einer Zeit, wo man versucht, nicht emotional zu sein und alles nur rational zu sehen, finden die das wahrscheinlich gut, dass da vorne einer steht, der vor lauter Glück oder vor lauter Säuernis oder vor lauter Trauer explodieren kann. Und dann explodieren sie mit. Wunderbar.
Das ist eine meiner großen Lebenslieben. Und das wird es auch immer bleiben. Natürlich hat es da auch Krisen gegeben. Die waren unterschiedlichster Natur. Am Anfang hat der Chor natürlich auch das Dorf soziologisch ein bisschen verschoben. Das ist auch, liegt ja auch auf der Hand. Es gab auch andere Krisen, es gab wenige, aber wie das so ist, wenn man sich liebt und eine Krise kommt, dann ist ja auch manchmal, also sie hat nie in die Grundfesten, aber das gehört eben auch dazu, um auch wieder ein neues Selbstverständnis zu kriegen. Aber ich könnte, wie gesagt, mein Leben ohne die nicht vorstellen. Aber ich sage dazu, ich kann mir auch mittlerweile mein Leben ohne die Klangverwaltung nicht mehr vorstellen. Ich bin in einem Haushalt groß geworden, in der die Jagd eine große Rolle gespielt hat. Ich bin selber auch Jäger und heutzutage muss man ja sogar bekennender Jäger sein, weil alle Welt gegen die Jagd ist. Aus meiner Sicht aus falschem Grund. Wenn man einen Waldbesitz hat, kommt man gar nicht aus, dass man jagen muss. Weil die Menschen haben ja das Ökosystem gründlich durcheinander gebracht und schon lange. Also das, was man heute einen Wirtschaftswald nennt, ist schon ein durch Menschenhand geschädigter Wald. Und die Tiere, die in diesem Wald leben, sind auch nicht mehr in ihrem natürlichen Kreislauf. Also das heißt, dass der Wolf und der Luchs zum Beispiel Rehwild oder Rotwild reguliert oder so. Also das heißt, dieses Regulativ hat der Mensch übernommen und muss bis heute sehen, dass man versucht, in der Natur das Gleichgewicht wiederherzustellen. Was wir zerstört haben, kann man gar nicht. Aber innerhalb dieses zerstörten Gleichgewichts einigermaßen Ordnung zu halten. Dadurch müssen sie automatisch auch jagen. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben nach dem Naturschutz gefragt, man lernt eben respektvoll mit der Natur zu leben und da liegen meine Wurzeln für den Umweltschutz. Komm her, jetzt tuck dich. Ernst, komm her. Die Jäger, das sind Künstler wie jemand, der sein Instrument beherrscht. Die können anhand von einem Vogelschlag Situationen im Wald vorfühlen, vorspüren. Die können zirpende Grillen, an denen sogar hören, wie der Tritt eines Wildes ist. Ja, eine gute Idee. Aller engste Freunde sind das. Erstens mal im gemeinsamen Verständnis der Natur, im gemeinsamen Willen zu erhalten. Wir versuchen, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen Wirtschaftswald, Wild, Jagd. Das ist alles Ökonomie, Ökologie, dass es zusammen eine Einheit wird. Ich habe selber ziemlich viel Erfahrung, bin aber gegen die, also sitze ich schon am letzten Pult, also gar keine Frage. Das sind schon die Konzertmeister, die wissen, wie das geht. Aber eben mit einer unglaublichen Hingabe und Liebe an das gesamte System, in dem sie sich, glaube ich, auch als Teil sehen. Das Schlimme ist, dass es jetzt ganz wenige Inseln noch gibt in Europa, die so relativ intakt sind wie hier. Und man muss aufpassen, dass das nicht auch zu einem Fluchtpunkt wird. Also ich habe das große Glück, das Geschenk, gebe es zu, das Privileg,
auf so einem Berg alleine in einer Hütte sein zu dürfen, sein zu können. Da muss man schon aufpassen, dass man dann nicht sagt, das ist es jetzt. Weil es ist es eben nicht. Es ist, wenn, eine unglaubliche Kraftquelle für die Dinge, die man draußen tun muss. Das Erlebnis von lebender Stille, das ist was ganz Unglaubliches. Die Stille hat fast etwas Obsessives, die packt einen. Das ist für jemanden, der als Musiker strapazierte Ohren hat zum Beispiel, ein unglaubliches, immer wieder neues Erlebnis. Und wenn sie dann eben auch noch Musik machen dürfen oder können, die davon redet, wie zum Beispiel die Bruckner-Sinfonien unter anderem, oder die Jahreszeiten und die Schöpfung von Haydn, oder auch eine Haydn-Sinfonie, dann können sie das ganz frisch einbringen, das, was sie hier getankt haben. Dazu ist erstmal zu sagen, dass die Jahreszeiten aus ganz persönlichen Gründen eines der Werke ist, das mir am allernächsten steht. Und zwar, weil dieses größte und wohl auch spätes letzte Werk, was er geschrieben hat, alles das beschreibt, was ich als Kind noch tatsächlich gerade noch als greifbare Wahrheit erlebt hat. Und dann, ich weiß nicht, ob das de facto stimmt, aber ich denke es immer zu spüren, der Haydn ist ja immerhin ein Zeitgenosse von Rousseau und hat für mich wahrscheinlich gespürt, dass alles das, was er da beschreibt, ein letztes Mal beschreiben ist und dann ist es weg. Der Rousseau hat das ja eigentlich auch schon gewusst. Und der Haydn hat ja wohl in London schon die erste Industrialisierung erlebt und auch sehr kritisch gesehen, das weiß man. Und ich denke, dass das schon Einfluss hat auf die unterschwellige Melancholie, die einen ergreift beim Arbeiten oder Hören der Jahreszeit. Sieht auf die breiten Wiesen hin. Sieht auf die breiten Wiesen hin. Sieht, wie der Hund im Grase streift. Sieht, wie der Hund im Grase streift. Am Boden sucht ihr die Spur und geht ihr unablässig nach, und geht ihr unablässig nach. Sieht, wie der Hund im Grase streift. Am Boden sucht ihr die Spur und geht ihr unablässig nach, und geht ihr unablässig nach. Der Haydn ist einer, da denkt man immer, der eigene Großvater steht am Gartenzaun und ratscht mit einem. Er ist einem so nah und so liebevoll nah. Das ist zum Beispiel etwas, was ich bei Mozart nicht spüre. Der Mozart ist immer irgendwo auch unerreichbar weit in seiner Genialität. Und der Haydn, der mindestens genauso genial ist, der ist aber so gütig dabei. Das sagt, auch wenn du eine ganz große Flasche bist, nehme ich dich trotzdem in den Arm. Und es kommt eben dazu, dass ich de facto keinen Komponisten kenne, der mit einer solchen Akribie, gleichzeitig genialen Leichtigkeit und Liebe, die Stimmen, die die Natur hat,
einfach rums einarbeitet und die sind dann da und für jeden sofort verständlich. Ob das der tropfende Regen ist, ob das die zirpenden Grillen sind, ob das das Gebrüll eines Ochsen ist. Es ist einfach immer alles da. Und auch Stimmungen sind da. Also die berühmte Szene, wo die Mädel vorm Spinnrad sitzen und spinnen, die dann der Wagner nochmal einfach sozusagen abgekupfert hat. Das sind Stimmungen, die stimmen. Dann wegen meines Großvaters selber noch alte Parfumshörner zu Hause. Und dann habe ich plötzlich in der Partitur gesehen, Menschenskind, das sind ja genau die Signale, die ich von meinem Großvater beigebracht bekommen habe. Und genau wenn diese Signale kommen, springt die Musik von D-Dur nach S-Dur, damit die in S klingen, das nämlich die Tonart dieser Hörner ist. Und immer dann im sogenannten Jagdchor, wenn die alten barocken Signale kommen, lasse ich die, natürlich von Profis, auf unseren alten Hörnern blasen. Dadurch hat das natürlich nochmal einen ganz nahen Bezug und Charme. Dass wir in Untergang rennen, das glaube ich schon. Und dass wir zum Beispiel in Europa unsere Kultur der Zivilisation geopfert haben, beziehungsweise dabei sind zu opfern, das macht tief pessimistisch, das ist ganz klar. Und es macht tief pessimistisch, wenn man den Klimawandel anguckt und schaut, was die Wälder sterben, das Meer gekippt ist und. Ich meine, das brauchen wir jetzt nicht alles. Aber trotzdem muss man dagegen halten. Und dagegen halten kann man auch, indem man zumindest die Dinge, die man sieht, weitergeben kann. Und wem können Sie es am besten weitergeben? Kindern. Glücklich bin ich, dass ich in einer wunderbaren Familie eingebunden bin. Eine Frau hat, die mich versteht, die ich verstehe, zwei hinreißende kleine Buben haben, zwei hinreißende große Buben aus erster Ehe. Das ist de facto ein Glück, für das man jeden Tag Dankeschön sagen muss. Aber selbst dieses Glück ist, muss man wissen, das Eis ist dünn. Ich denke, dass eben Glück immer auch sich in Frage stellt oder Glück auch immer eine Ambivalenz hat.
und sehr nah auch am Leid ist. Denn ausgehen, also weiß man ja, wenn zum Beispiel den schlimmsten Kummer, den ich kenne, ist Liebeskummer. Der ist das Schlimmste, was, das ist eine der schlimmsten Krankheiten, die es gibt. Die ist auch nicht heilbar. Oder ganz große Trauer. Zum Beispiel, ich hasse das Wort mein Beileid. Es gibt kein Beileid. Es gibt auch kein Mitleid. Leid und Glück sind die ureigensten Dinge des Menschen. Die sind nicht mitteilbar und nicht teilbar. Das ist Trauer zum Beispiel um einen geliebten Menschen, den kann man nur selber aufarbeiten. Da kann einem niemand helfen. Alle, die das behaupten, irren sich da. Und das Gleiche ist mit dem Glück. Ich bin im Herzen ein Mensch, der gläubig ist und im Hirn bin ich ein Atheist. Und zwischen diesen Mühlsteinen befinde ich mich. Wenn Sie mich ganz hart fragen und ich ganz ehrlich antworten soll, und das werde ich jetzt tun, glaube ich nicht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Das glaube ich nicht. Hoffen tue ich es vielleicht manchmal schon, weil ich viel zu viel in das Christentum eingebunden bin. Ich bin auch von Herzen ein Katholik, im Grunde genommen. Deswegen leide ich ja so, dass die katholische Kirche sich selber so aufgibt. Ich bin auch jemand, der versucht, soweit es in eigenen Kräften möglich ist, nach dem Evangelium zu leben, weil ich finde, dass das Angebot des christlichen Evangeliums das Beste, was man haben kann. Und vor allem das Wichtigste, und da komme ich jetzt noch mal auf Ihre Frage zurück, das Wichtigste an unserer abendländischen Religion ist das Gesetz der Liebe. Und eines habe ich natürlich schon erfahren, dass die Liebe mit dem nicht auslöscht mit dem Tod. Und ganz im Gegenteil, die Liebe zwischen meinem Vater und mir ist in diesen vielen, vielen Jahren, die er tot ist, also über 30 Jahre, ist diese Liebe immer noch mehr gewachsen. Auch zu meinem Lehrer Feilitsch zum Beispiel, der ist mir ganz nah. Und manchmal denke ich mir eben, dass die vielleicht über die Liebe man das erklären kann, was die Religion mit dem Leben nach dem Tod meint. Insofern geht das vielleicht dann auf. Aber dass dieser Mensch hier nach dem Tod weiter existiert, das halte ich für ausgeschlossen.
gibt viele Leute, die sagen, das Verdi-Requiem ist das, die beste Oper von Verdi. Das ist der größte Blödsinn, den man sagen kann. Das ist eines der, für mich, der psychologisch spannendsten Werke, die es überhaupt gibt. Denn es hat ein bekennender Atheist geschrieben und der muss sich in seiner Musik auseinandersetzen mit den zuversichtlichen katholischen Texten, die erzählen, dass es nach dem Tod weitergeht. Und zwar wunderbar. In diesem Stück ist, und da ist das Verrückte, dass sie in diesem Stück die tiefen Wurzeln von Verdi im Katholizismus natürlich spüren. Ich meine, ein Italiener ohne Katholizismus ist ja undenkbar, noch dazu in der Zeit. Dann war er aber Garibaldianer. Dann war er, es gibt ja richtig ganz böse Briefe gegen den Papst von Verdi. Und dann schreibt er plötzlich dieses Requiem. Und das ist so ein Irrwitz. Das geht ja, wisst ihr, wo alle so et lux aeterna, da sagt er nur et lux perpetua, wird da am Anfang geflüstert. Und zum Schluss flüstert der Chor, lieber Rami, geht ja eh alles schief. Und der Sanctus hat für mich sogar ein bisschen was Zynisches. Aber es ist eben alles drin. Und dann merkt man plötzlich, wird der wahnsinnig katholisch, hat seine alte Liebe zu seiner Kirche von der Kindheit ist auch wieder spürbar. Und das will ich zeigen. Verstehen Sie? Ich will das Drama, was in diesem Menschen vorgeht, wenn er sich mit diesen Dingen als Nichtgläubiger mehr wirklich ernsthaft auseinandersetzt. Das will ich zeigen. Also vor den Sechzehnteln gehen sie weg. Jetzt, seit ich das Glück, fast die Gnade oder das Geschenk habe, mit den Musikerkollegen der Klangverwaltung zu arbeiten, macht es natürlich wahnsinnig Spaß, große Bruckner-Symphonien, Mahler-Symphonien, den ganzen Beethoven eben aus unserer Sicht tatsächlich alternativ zu zeigen. Also nicht die Phrasen als Phrasenende, sondern es geht neu los. Dann darf ich das vielleicht... Wir haben eine eigene Sprache entwickelt in der Klangverwaltung und wir kennen uns, wir sprechen alle die gleiche Sprache. Es braucht gar nicht mehr viel diskutiert zu werden oder die Orchester brauchen nicht erschreckt zu werden, sondern die wissen, was ich will und ich will eigentlich gar nichts anderes, als was die auch wollen. Das ist eine große, große Einheit. Es ist kein einziger in diesem Orchester, der halt auch dabei ist. Keiner. Sondern die kommen, weil sie diese Sprache wollen und weil sie Inhalte weitergeben wollen. Das ist fast ein bisschen eine Philosophie, Klangverwalter zu sein. Wir zum Beispiel spielen selbst die hochromantische Musik ohne Vibrato. Wir setzen Vibrato nicht als Dauergewinsel ein, sondern als Kunstmittel. Und wir legen auch ganz fest, wenn vibriert wird, wie vibriert wird, zum Beispiel. Also das ist allein, dadurch hat man eine so immens größere Farbpalette als ein normales Symphonieorchester, was einfach immer mit Vibrato spielt. Thank you.
wenn einer mich fragen würde, wie kann man Glauben erklären oder Glauben festmachen, die Befindlichkeit des Glaubens erklären, dann würde ich sagen, dann lesen Sie oder hören Sie einen Choral von Bach und dann wissen Sie, was Glauben heißt. Ob man das jetzt selber kann oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber wenn Sie den lesen oder hören, dann kommt dieses Gefühl bei jedem. Man kann es ablehnen, aber er hat es. In der Person Johann Sebastian Bach die Dinge zusammenkommen, die man eigentlich nicht glaubt, dass sie zusammenpassen. Also auf einmal dieses einfach mathematische Genie. Wer mit der Harmonielehre und dem Kontrapunkt konnte, niemand mehr vor ihm sowieso nicht, danach niemand mehr so umgehen. Und dass aus dieser, wenn Sie wollen, mathematischen Kunst diese Emotionalität möglich ist und immer da ist. Und dass einer dann noch dazu einer der größten Exegeten war, die vorstellbar sind. Man nennt ihn ja auch den fünften Evangelisten. Also auch als Theologe nicht so nebenher, sondern wirklich, wirklich ein echter großer Theologe. Das muss man sich mal vorstellen. Die Johannespassion hat den sogenannten Christus Triumphans, also den triumphierenden Christus, der im Kreuzestod den Sieg gesehen hat, der am Kreuz als Sieger ist. Die Johannespassion beginnt schon triumphal als Satz: Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist. Genau das Gegenteil ist in der Matthäus-Passion. In der Matthäus-Passion gibt es keinen Gottkönig. Da spricht er auch nie davon, er selber, Jesus, sondern er spricht immer von sich als dem Menschensohn. Und die Matthäus-Passion zeigt nicht den siegenden Jesus, sondern den durch und durch leidenden Jesus, der zum Schluss, am Kreuz wie ein Hund verreckt. Ganz schlimm. Und dieser Weg wird auch unglaublich dramatisch und tragisch und immer schmerzhafter und schmerzhafter beschrieben. Und dann stirbt Jesus. Und dann nach dem berühmten Choral, wenn ich einmal soll scheiden, stehen plötzlich die Soldaten unterm Kreuz und erkennen ihn als Gottes Sohn. Und zwar die ersten Christen, also die ihn als Gottes Sohn erkennen, sind die, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Was für eine Theologie.
Ich beneide jeden, der glauben kann. Und ich werde mich nie aus der Kirche verabschieden, weil ich da meine Wurzeln habe und weil es nach wie vor auch brennt. Oder und wenn in dem Moment, wenn ich eine Matthäus-Passion dirigiere oder eine H-Moll-Messe, da gibt es überhaupt gar keine Frage plötzlich. Da ist es alles plötzlich ganz klar. Das gibt aber wieder große Depressionen. Dann ziehen sie danach ihren Frack aus und dann stehen alle Zweifel rums wieder da. Und zwar mit Macht. Der Ludwig II. Ist eine Person, die mich mein Leben lang fasziniert hat. Und deswegen versuche ich, eine Art Rehabilitationsfestival zu machen am Chiemsee. Der hat mich deswegen so fasziniert, weil ich verstehen kann, dass gerade jemand, der eigentlich Verantwortung haben muss, an der zerbrechen kann. Das ist er. Dass er an der Welt, in die er zumindest im letzten Drittel seines Lebens nicht mehr reingepasst hat, auch zerbrochen ist, das kann ich alles verstehen. Tatsache ist aber, dass man gegen dieses Zerbrechen selber ankämpfen muss. Ich verstehe, was dem passiert ist, weil man das ja im Kleinen auch hat, sicher jeder von uns. Und gleichzeitig war er ein großer König und eben eine völlig zerrissene Figur. Und das sind wir ja letztlich auch wieder immer alle. Wir sind alles zerrissene Menschen. Dieser Mann eignet sich unglaublich in seiner Ambivalenz, unglaublich, eigentlich ein Festspiel zu machen, was immer einen Titel hat, was mit ihm zu tun hat. Ein Festspiel zu machen, was dadurch notabene eigentlich auch immer eine politische Überschrift hat. Und wir wollen hier ein Festival oder haben ein Festival, jetzt bin ich mal ganz frech, der Inhalte. Punkt aus. Mit natürlich auch phänomenalen Leuten. Das geht ja gar nicht anders. Aber wir wollen nicht nur eine Insel sein, was das ja ist, sondern wir wollen eine Insel im Meer der Festspiele sein. Und das gelingt mehr und mehr. Die Leute schreiben uns, warum sie kommen. Und die kommen genau deswegen, weil sie das verstehen, was wir mit dem Festival wollen. Und das ist eigentlich ein Traum, der aufgeht. Meine Idee, wissen Sie, war ja die, der Ludwig II. Hat sich ja Wagner-Opern alleine vorspielen lassen. Und so ein bisschen, ich habe es am Schiff schon gesagt, ist hier jeder selber nochmal ein König, denn wir leisten es uns einfach, Werke, ganze Opern aufzuführen, wo der Break-Even erst bei mehreren tausend Leuten käme, also bei mehr Wiederholungen bzw. Symphoniekonzerte bei 1800, 2000 Leuten, leisten wir uns, 600 Menschen vorzuspielen. Und das hat eben auch schon eine gewisse Eleganz. Und die wollen wir eben. Wir sind eben am Hofe Ludwigs II. Ich habe mehrfach eben im Wiener Musikverein dirigiert, der ja in Europa und auf der Welt eigentlich als die beste Akustik gilt. Ich würde sagen, das steht nicht viel nach hier. Also der Saal hat durch das Tonnengewölbe, das Klangvolumen wird zusammen, wenn Sie wollen, gepresst und eben durchgeschossen. Es ist ja irrsinnig, der Saal ist 98 Meter lang und Sie hören in der letzten Reihe so gut wie in der ersten.
ist mir im Moment das größte Anliegen, dass dieses Festival aus sich selbst heraus auf die Dauer leben kann. Das ist mein großer Traum. Und wenn man dann auch noch in so einem Rahmen Kunst machen darf, also dafür lohnt es sich wirklich zu leben und geboren zu sein. Ein Traum, das bedeutet es für mich. Eine Traumwelt, die eben in ihrer Irrealität eine wunderbare Realität ist.